Hi. Hallo, wir sind wieder komplett, der Cody und der Carsten und die da. Juhu. Hi, ich bin wieder da. Ja. Sie ist wieder da. Ja, gut, okay. Entschuldigung. Sie liebt den. Nein. Nein. Klappe. Das Thema ist heikel hier. Aus Gründen singen wir das nicht weiter. Was für ein Idiot. Ja, gut, egal. Wir haben heute neues Video und zwar stellen wir euch vor, wie gesagt, sorry nochmal für den Mittwoch, weil YouTube hat uns einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Also, ganz kurz. Derjenige, der der Meinung ist, alle unsere Videos zu melden, viel Erfolg dabei, die werden trotzdem alle gezeigt. Ja, danke schön. Egal. Gut, nee, also jetzt nochmal zum Mittwochsvideo auf jeden Fall. Wir werden das Video, was wir jetzt haben, heute auch auf alle Fälle hochladen. Nachholvideo. Yay! Da. Genau. Und wir haben euch hier, also Entschuldigung. gut, Entschuldigung, Kuli. Wir haben euch was traumhaft Schönes. Wir sind endlich angekommen. Yay! Die Top Gun. Highway to the Danger Zone. Ja, genau. Top Gun 2 kommt nächstes Jahr ins Kino. Genau, nächstes Jahr ins Kino. Irgendwann im April, Schrägstrich Sommer. Irgendwann Tom Cruise. Brauche wieder Geld. Glaube ich eher weniger. Aber auf jeden Fall neuer Top Gun-Film. Ich glaube, das wollte auch jeder Fan wollte, glaube ich, einen neuen Top Gun-Film. Ja, ja und nein. Jedenfalls, Kobi hat zwei rausgebracht. Ja, ein F18. F18, F18, F18E. Super Hornet. Ja, Super Hornet. Ja. Und zwar ist es wirklich so, es ist nicht so wie im ersten Teil. Also keine F14 mehr, die gibt es ja seit 2006, 2007 nicht mehr, sind alle verschrottet worden. Genau. Aus diversen taktischen Gründen hat die amerikanische Navy entschieden, die alle restlos zu vernichten, was durchaus auch Sinn macht, weil dann kann der Iran keine Ersatzteile mehr kaufen. Gut, egal. Ja. Kobi hat zwei wunderschöne, wirklich F18 rausgebracht. Für Genau. den Film. Wir kennen ja schon die Mirage und wir kennen auch schon die Rafale. Genau. So, und der nächste im Bunde der modernen Flugzeuge, in dem Fall auch mit Tomcat 2 Lizenz, ist dann die F-18. Kommen tut noch die, ist das ein Wort? Kommen wird noch Ja, kommen die wir F-15, noch. Ja, genau. auch Ende des Jahres, im Dezember, vermutlich Mitte Dezember, also noch vor Weihnachten hoffen wir. Und dann gibt es noch die Mustang. P-51 Mustang, die Genau. haben wir noch nicht. Ist noch nicht da, das wäre diese hier. Genau, die kommt aber auch noch Die bald. kommt aber auch noch bald. Also wie gesagt, wir sind dabei, dass es jedenfalls kommt. Ja, und für die Leute, die es interessiert, die Modelle, da steht's. Pet printed, keine Aufkleber. Nein. Alles bedruckt. Alles bedruckt. Genau. Weil viele uns wirklich halt fragen oder so weiter und weil öfters mal Anfragen kommen, sind die gedruckt, sind die nicht gedruckt, muss ich da Aufkleber drauf basteln oder nicht? Nein, es ist wirklich so, beide Flugzeuge. Ja. Also das ist hier übrigens die ganz normale F-18E. Ja, die normale F18. Genau, und dann gibt es ja noch eine traumhaft schöne Limited Edition. Limited Edition. Die stelle ich mal davor. Ja. Top Gun Maverick F-18E mit Abwurftank. Da oder Bombe, je Genau. nachdem. Und weil wir jetzt wirklich gesagt haben, Limited Edition, es ist wirklich so, Da steht's drauf. da steht's drauf. Limited Edition. Genau. Beide bei uns im Shop auf jeden Fall erhältlich ab sofort. Eigentlich schon seit jetzt, 15 Teile mehr. genau, 15 Teile mehr. 115? 555? 155? 15, ja. Ja. Hey, er kann rechnen. Warte! Warte, Leistungskurs mit 6 Ja, abgeschlossen. genau. Nee. Diese. Entschuldigung. Das Das war ein ist langer Tag. die, also die Limited Edition ist die Kobi 5805. Ja, sind noch welche da? Sind auf jeden Fall noch welche da Und und wenn keine mehr da sind, die sind vorbestellbar. Also wir gucken auf alle Fälle, genau. dass wir noch welche kriegen. Wir bemühen uns maximal. Jeder, der wir. Ich würde sogar fast sagen, wir versprechen es fast. Wir können es halt nicht garantieren, aus Gründen. Wir bemühen uns, dass jeder, der eine vorbestellt, wenn keine aktuell da sind, dass auch jeder eine bekommt. Genau. Und die ganz normale ist die 5804. Also wie gesagt, beide bei uns im Online-Shop erhältlich. Ja. Wir haben jetzt, wie ihr schon seht, ja schon ein Karton geöffnet. Ja. Das heißt, wir haben nicht gesagt, die Limited, weil Limited Edition ist Limited Die sind für Edition. euch. Die sind für euch. Die machen wir auch nicht auf. Ja. Also echt, ich sag mal vom Bild her, traumhaft schön. Ja. Echt super. Es ist auch wieder.
echt schöner Karton. Ja. Alles beschrieben, Größe und weiß ich was alles. Ja. Ein schönes, nettes Bild. Ja. Auch zum Flugzeug wieder Beschreibungen und so weiter. Ja. Ja, haben wir alles gesagt, ne? Ich wollte gerade sagen, dann sind wir fertig. In dem Fall, Scherz. Schönes Wochenende. Nein, Scherz. Nein, wir haben natürlich was vorbereitet. Ich habe dir was vorbereitet. Ah, er kocht. Nein, doch nicht. Okay. Ich koche nur noch vegan. Also, kann ich dann ausziehen? Nee, Scherz beiseite. Also, wie gesagt. Ja. Das war ein langer Arbeitstag heute. Also, das ist die F-18, die normale. Genau. Die haben wir mal aufgebaut. Unterscheiden tut sie sich wirklich durch 15 Teile mehr, hat die Limited. Die Farbgebung ist eine dezent andere. Also die hat nicht diesen schwarzen Dekorstreifen auf der Packung. Der Abflugtank fehlt. Der Abflugtank oder Bombe, je nachdem was es ist, fehlt. Und das Leitwerk ist, also die... das Leitwerk, ja. Genau. Ist auch nicht dunkel. Ansonsten ist das Ding baugleich. Mhm. Aufbau hat gedauert 1,5 Stunden, also war sportlich. Ein paar Kleinigkeiten sind am Design durchaus nicht so optimal gelöst, das muss man ehrlicherweise zugeben. Also die Beschreibung von den Teilen ist an manchen Stellen ein wenig missdeutend, sagen wir es mal so. Da sind halt wieder diese Treppenteile mit Rundung und diesen geraden Treppen drin. Die sehen witzigerweise in der Zeichnung von der Bauphase anders aus als das Teil, was unten in der Tabelle ist. Da muss man echt hingucken. Zweimal am besten. Okay. Ja. Oder man baut das Ding nochmal auseinander, baut es wieder zusammen, so wie wir das gemacht haben. Wie wir gestern, ja genau. Nee, erstmal kurze Daten. Also wie gesagt, wenn das Ding fertig ist, 38 cm lang. Mhm. Und wir haben 28 cm breit. Breit. Lang. Breit, lang. Hier, doch nicht. Nicht mal, dass ich es am Straßen. Oh, scheiße. Gut gemacht. Nein, natürlich nicht. Alles gut. Oh, Wahnsinn. Working as intended. Also. Super. Doch, jetzt hat er auch noch. Nein. Eine Bombe abgeworfen. Rakete. Rakete. So viel Zeit muss sein. So viel Zeit muss sein. Okay, gut. Also. Wollte ich nur mal testen. Also, jedes Flugzeug kommt natürlich mit der Standardbewaffnung mit 4. Was für ein Raketentyp? Jetzt guckst du mich da jetzt AIM-7E. An. Das ist dein Repertoire, nicht mein Repertoire. Also sie kommt auf alle Fälle mit 4 Sparrows und das sollen wahrscheinlich Sidewinder sein. Also es sind auf alle Fälle 4 Raketen dabei in weiß und 2 Raketen an den Flügelspitzen in grau. In grau, genau. So sieht die Unterseite aus. Also wirklich auch diesmal vernünftig... alles modelliert. Leider wie immer keine vernünftigen Abdeckungen für die Fahrwerke. Es gibt da 2 Varianten, wie man das aufschreibt. Mit Fahrwerk oder ohne Fahrwerk. Herzlichen Glückwunsch. Mhm. Oder man kann das eben noch das Fahrwerk montieren. Dann sind die dran gestöpselt hier. So. Und dann sieht das halt ein bisschen spannender aus. Das kann man dann aber auch nicht bewegen. Das ist dann wirklich fest dran. Das sind hier wirklich die festmontierten Sachen. Die kommen dann jeweils hier dran. Da muss man dann hier die Abdecke nochmal abmachen. Die und die. Und dann kann man die da dran packen und dann ist das eben fest montiert, also auch nicht wirklich beweglich. Beim Bugfahrwerk genau das gleiche. Das ist jetzt nicht so wie bei der Rafale oder bei der, nee. Bei der Concorde. Bei der Concorde oder sonstiges. Also ihr könnt das nicht einklappen. Also nicht ohne weiteres, sagen wir nicht mal so. Nicht ohne weiteres, aber das ist halt wirklich so vorne. Genau, ihr habt das vorne halt fest komplett drin. Genau, ist aber auch nicht so schlimm. Nee. Da gibt es schlimmere Probleme. Also ihr habt die Möglichkeit sozusagen komplett die auf den Ständer zu stellen. Also Ständer kommt wieder mit. Ja. Mit vorne. Namen, Plakette, damit ihr wisst, was das für ein Flugzeug genau. ist. Genau. So. Ne? Da habt ihr die 2 Möglichkeiten. Also entweder ihr macht das wirklich halt in der Mitte mit Fahrwerk oder wirklich auf den Ständer ohne Fahrwerk. Genau. So, im Gegensatz zur Rafale und zur Mirage hat man sich bei der Spitze ein bisschen was einfallen lassen. Jetzt ja. Passt die wenigstens wieder. Also da muss ich ehrlich sagen, das stimmt wirklich. Also sie ist, wir hatten erst vermutet wieder, nachdem der Petzer mal wieder nicht richtig lesen konnte.
egal, ist egal. Aber sie haben also die Nasenmontage bei der Mirage und bei der Rafale, die war echt eine Frechheit. Ja, das stimmt. Aber diesmal haben sie wirklich sich echt was einfallen lassen. Also du hast mehr Festigkeit vorne in der Nase drin. Da ist diese, einer von diesen kleinen Stiften, mit dem man diese kleinen schwarzen Inlays da reinkippelt. Genau. Und dann der steckt jetzt komplett in und dann so eine runde Kappe. Genau. Und dann, ist das und dann kommt vorne die Nase auf. Also das ist wirklich besser gemacht. Ja. Ansonsten von den Details her wirklich auch das bedruckt, in dem Fall hier die taktische Nummer, da auf beiden Seiten und da sieht man auf dem Leitwerk hier auch nochmal ein bisschen klein. Finger weg. Da. Genau. Also bedruckt, ja. Keine Aufkleber. Für mich Kleberlegastheniker ist das eine gute Geschichte. Ja, das sehe ich auch so. Ja. In diesem kleinen Kästchen da oben drin sitzt der Pilot. Ja. Für den kann man auch rausnehmen, da gibt es ein extra paar Beine, da kann man den hinstellen. Genau. So wie er da drin ist, hat er keine Beine. Er hat aber Beine. Also Beine sind auf jeden Fall also dabei. Beine sind da, die sind aber optional. Ja, genau. Also ihr habt wirklich bei dem Flugzeug mehrere Möglichkeiten, euch das so zu gestalten, wie ihr halt wollt. Und das finde ich eigentlich fein. Und jetzt kommt der Party-Trick. Also der Trend geht ja zum Dritt- und Viert-Kubi-Modell. Genau. Nee, also wirklich, ich muss ehrlich sagen, schönes Flugzeug. Staffel und so, ne? Das wollte ich damit sagen. Ja, genau, Staffel und so. Nee, echt schönes Flugzeug. Er hat wirklich mehrere Möglichkeiten, wo ich sagen könnte, ihr könnt es ohne Fahrwerk auf den Ständer stellen. Ihr könnt es mit Fahrwerk auf den Ständer stellen. Ihr könnt die Piloten mit den Beinen daneben stellen. Oder alles komplett weglassen. Oder alles Flugzeug komplett weglassen. Oder das Flugzeug wirklich in der Packung lassen und vielleicht für später aufheben oder sonst was. Als Geldanlage. Egal wie es ist, aber sie haben sich wirklich echt gut was einfallen lassen. Ja. Die Anleitung, wie gesagt, ist ja wieder sehr umfangreich. Kubi-typisch sehr, sehr, sehr schön bebildert mit den verschiedenen Bauphasen. Kommt in einer großen Tüte, da sind zwei Bauphasen drin. Ja. Bauphase 1, Bauphase 2. Ja. Die spannendste und die fummeligste ist Phase Nummer 2. Ja, ich weiß. Durf ich machen. Ja, ja, also bitte nicht wirklich irritieren lassen. Es ist manchmal ein kleines bisschen problematisch, aber man kommt auf jeden Fall hin und es macht halt mal wieder echt Spaß gemacht. Genau. Ja. Nee, sonst? Links zu beiden Modellen logischerweise in den Unterkommis. Genau. Wie üblich sind wir erreichbar für Fragen und Probleme und andere Sachen unter info@kulisteuerbahn.de oder auf Instagram. Kulisteuerbahn_live. Genau. Und unsere Homepage heißt natürlich www.kulisteuerbahn.de. Wollte nur mal sagen, also normale. Top Gun Maverick F18 Super Hornet 5804 Kubi. Ja. Und natürlich die traumhaft schöne Limited Edition 5805 Top Gun Maverick. Genau. Ein paar sind aktuell noch da. Nicht irritieren lassen, wenn keine da sind, die sind vorbestellbar und dann kümmern wir uns um den Rest. Auf jeden Fall. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde es eine super Idee von Kubi auf jeden Fall, für den Film so ein paar Sachen herzubringen. Ja. Wie gesagt, die Mustang ist noch, werden wir auf jeden Fall noch holen. Die ist auf dem Weg, dauert noch ein klein bisschen. In einer kleinen Auflage, die 5806. Genau, die 5806. Wenn das Video online geht, wird die Mustang auch vorbestellbar sein. Genau, auf jeden Fall. Aber sonst, es hat mir wieder echt Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. So wie sich das gehört. So wie sich das gehört und so wie sich eigentlich bei jedem Kubi gehört. Genau. Genau. Sonst, wie gesagt, was können wir noch an News rausbringen? Eigentlich nicht viel. Wir haben ab dem 19., sage ich jetzt mal, 19. Oktober ungefähr, wird es einen Königstiger mit Software-Funktion geben und Rohrrückzugmechanismus. Genau, von Toro, muss man noch dazu sagen, nicht Kubi Toro. Da hilft es, wenn man schnell ist, weil die werden wahrscheinlich sehr schnell wieder weg sein. Mhm. Also wir sind dauernd ständig am Aktualisieren, weil es ist wirklich halt so. Momentan ist die Situation halt ein bisschen doof. Genau. Wir haben einfach die Situation, dass bestimmte Regionen schwer zu erreichen sind und ein paar Leute eben nicht begreifen, dass das ein Thema ist. Das ist einfach so. Und dahingehend müssen wir natürlich mit der Situation reagieren, die wir haben. So, das bedeutet aber auch, dass bestimmte Zulieferer aktuell nicht in derselben
Leistungsstufe sind, wie man das aus den vergangenen Jahren kennt. Genau. So, aber das betrifft unter anderem Kobi, das betrifft unter anderem Toro und entsprechend deren Zulieferer und so. Deswegen müssen wir mit dem arbeiten, was wir haben. Wir bemühen uns, das Optimum darzustellen. Wir bemühen uns auch so schnell wie möglich zu liefern. Aktuell sind aber auch alle Transportdienstleister, der ein oder andere wird es leider gemerkt haben, auch maximal am Limit. Ja, also sorry nochmal dafür, aber wie gesagt, wir versuchen so schnell wie möglich alle eure Bestellungen rauszuschicken. Das Problem ist halt einfach so, wir sagen es offen und ehrlich nochmal, es ist eine scheiß Situation. Ja. Wir müssen alle damit loswerden, aber wir kriegen das auf alle Fälle hin. Wenn ihr Probleme habt, wie gesagt, schreibt uns. Wir werden jede Frage beantworten, alles kein Problem, das machen wir auf jeden Fall. Wir werden uns darum kümmern, wo ist die Lieferung, wo ist es da, wo ist dies, wo ist jenes. Einfach schreibt uns eine E-Mail, schreibt uns eine Facebook-Nachricht oder sonstiges. Aber jetzt würde ich sagen, nochmal kurz das traumhaft schöne Flugzeug zeigen. Also, ich muss ehrlich sagen... Also ein paar Dinge sehe ich schon, wo man noch ein bisschen optimieren kann. Da werde ich wahrscheinlich mal meine Lego-Reserven anzapfen und das Modell ein bisschen... Lego und Kobi-Reserven und sonstiges. Also wie gesagt, es bleiben auch wieder Teile übrig. Ja. Ihr habt, das ist wirklich... Das ist halt auch, wo ich ehrlich sagen muss, das ist schön. Also wir haben uns mittlerweile von allen Modellen, die hier stehen, so eine kleine Box angeschafft. Ich glaube, so ein paar Leute von uns Kobi-Teile. Genau. Das sind alles Kobi-Teile. Also da kann man wirklich halt was drüber basteln und das ist halt, wenn euch auch mal Teile fehlen, schreibt uns einfach. Genau, eben, wir machen dann die Box auf, schicken euch das. Genau. Nein. Nein, Scherz beiseite. Nee, wir kümmern uns auch drum. Also genau, wenn Teile fehlen sollten, sagt uns Bescheid, wir kümmern uns um den Rest. Da reden wir mit Kobi, die schicken euch das dann direkt zu. Genau. Und dann funktioniert das auch wunderbar. Ich finde es super. Ich auch. Also ich bin mal wieder echt super begeistert. Auch von der, wirklich, von der Verarbeitung. Also du gehst halt rüber und du hast oben, unten, egal wie es ist, ja, es ist fast alles in einem super wunderbar zusammen. Ja. Und du hast auch wirklich keine Aufkleber mehr, nichts mehr, gar nichts mehr, es ist alles komplett bedruckt. Also im direkten Vergleich muss ich echt sagen, die F18 gefällt mir vom Gesamtdesign, vom gesamten Auftritt, von der Haptik und von der Verarbeitung her, schon eine Spur besser als die Mirage und die Fall, muss man echt sagen. Genau. Unabhängig davon, von Nasengate, es ist einfach auch vom Maßstab her, wenn man mal die Maße vergleicht zwischen den Original Rafale und den Original Mirage und dann einfach sieht, dass die F18 natürlich dann im Maßstab her schon ein bisschen anderer Standard ist und einfach größer wirkt, obwohl sie es in der Realität gar nicht ist. Nee. Da muss man schon mal sagen, ohne jetzt da die Rafale und die Mirage daneben zu stellen. Das ist aber eine Geschichte, wie man sich selber dann in der Präferenz entsprechend entscheidet. Also wer jetzt wirklich auf amerikanische Jets steht, der sollte sich die F-18 nicht entgehen lassen. Nein. Es kommt, wie gesagt, noch mehr. Es wird definitiv eine F-15 geben Ende des Jahres. Es wird den Apache geben Ende des Jahres. Es wird den Chinook geben Ende des Jahres. Ja. Und Kobi hat auch mehrfach gesagt und auch zugesichert, dass diese ganze Serie von modernen Flugzeugen, modernen Jets definitiv erweitert wird über die nächsten Jahre. Genau. Was ich übrigens schon weiß, nächstes Jahr wird es eine A10 geben. A10 Warthog wird es geben. Cool. Bisher ist noch nicht sicher wann, aufgrund von Gründen. Ja, genau. Ohne jetzt die persönliche Note reinzubringen, ihr wisst alle, was für eine Meinung ich habe. aus Gründen? Ist ja egal. So. Nö, aber da kann jeder selber seine eigene Meinung haben. Freies Land. Sonst, was ihr bestimmt vielleicht auch schon mal gelesen habt oder so weiter, Kobi bringt nächstes Jahr noch ein paar neue Sachen raus. Brandaktuelle Informationen. Im März, April wird es eine Prinz Eugen geben und Mitte des Jahres wird es eine Gneisenau geben. Das Schwesterschiff der Scharnhorst. Scharnhorst ist auf dem Weg. Genau, wollte ich gerade sagen. Scharnhorst ist auf alle Fälle auf dem Weg. Werden wir natürlich ausführlich zeigen. Eierlaluckig. Wahrscheinlich schon in einem der nächsten Videos. Wenn nicht sogar das nächste Video. Genau, mal gucken. Mal gucken. Aber sonst, wie gesagt, holt euch die Beine. Das wird nicht das nächste Video sein. Nein. Das übernächste. Wahrscheinlich. Das wird aber zeitlich nicht sehen. Nee. Also wie gesagt, holt euch die beiden F18. Das eine Mal wirklich hat 15 Teile mehr. Die Limited Edition sieht auch echt wirklich von vorne aus echt wunderschön aus. Ihr habt, könnt ihr im Online-Shop bekommen bei uns. Links unten drunter, wie nochmal gesagt. Ich würde sagen, dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Gesundes neues Jahr. Okay, so weit. Nee, so früh. Okay. Also wir haben jetzt in
in 2 Monaten fast Weihnachten. Also ein bisschen Jetzt schon an Weihnachten denken. ja, genau, jetzt schon vielleicht an Weihnachten denken oder so, ne? Nee, also wie gesagt, schaut einfach vorbei. Es sind traumhaft schöne Sachen. Es sind wieder wirklich. Ich bin echt gespannt auf den Film, weil, wie gesagt, es ist meine Zeit, es ist meine Jugend und Top Gun ist der Film. Ja, komm, hallo. Gus spielt nicht mit, ich bin raus. Okay, Entschuldigung. Ja, also er guckt nicht mit mir, ich gucke dann halt alleine, aber es ist ja dann nicht egal. Nee. Jetzt mach die nicht kaputt. Nein, machst du gar nicht. Nee, also wie gesagt, ich Nee, bin. jetzt, aber ganz ehrlich, Top Gun 2 ist Pflichtprogramm. Pflichtprogramm. Genau Pflichtprogramm. wie alle anderen Filme, die cool Die wilden finden. Kerle 5. Ja, was? Hallo? Geht's noch? Gibt's das überhaupt? Ich habe keine Ich Ahnung. habe auch keine Ahnung, ist mir scheißegal. Aber wie gesagt, wie alle anderen cool Filme. Titanic 2, Return of the Leo. Ja, genau, sehe ich auch so. Nee, also wie gesagt, gucken, bestellen, liefern lassen. Ja. Echt super tolle Genau in Teile. der Reihenfolge. Genau, in der Reihenfolge. Wie gesagt, www.codystolban.de, codystolban-live, Instagram, Facebook, sonstiges. Schreibt uns eine E-Mail, info@codystolban.de Kein und Pinterest. kein Pinterest, nein, wir haben es jetzt langsam aufgegeben. Ist jetzt auch wurscht, Es egal. wird Pinterest geben, aber nicht mit Direktverlinkung zum Shop, sondern einfach nur als Pinterest-Seite. Punkt. Genau, Punkt, So. fertig. Danke, jetzt haben wir das Thema auch erledigt. Ja. Nee, also wie gesagt, reinschauen, machen, tun, fertig. Vielen, vielen Dank. Wünschen euch noch eine schöne Woche und wir hoffen, euch hat es gefallen. Genau, lasst ein Like drunter. Bitteschön, Dankeschön. Also, wir sehen Bitte uns. schön, Dankeschön. Genau. Genau. Und ansonsten einen drunter Kommi und da abonnieren klicken, die Glocke da. Ich glaube, Glocke da irgendwo. Scheißegal. Und da bitte einen Daumen hoch oder Genau. Daumen runter, das ist, könnt ihr machen, wie ihr wollt, Ja. nicht, egal, Hauptsache irgendwas. Und dann abonnieren drücken, wenn ihr noch nicht habt, und Glocke drücken, wenn ihr noch nicht habt. Und ansonsten geht uns auf die Nerven, wir freuen uns. Genau. Habt noch eine schöne Woche. Also, bis dann. Ciao. Tschüss. So. Aus die Maus. Aus. Tschüss. Aus.